Leute, willkommen zu einem neuen Ründchen Shisha-Team. Ihr seht, wir sind heute mal ganz woanders unterwegs. Wir sitzen im Auto und dachten uns bei dem Wetter, also die Sonne scheint, zeig mal kurz, wie die Sonne scheint. Mega. Bei dem Wetter machen wir mal nichts mit Shisha-Gedöns, nichts drin. Wir gehen mal raus in die Natur. Ist ja auch langweilig so auf Dauer, finde ich. Ist langweilig? So immer Shisha, immer Tabak. Das stimmt. Machen wir was ganz anderes. Richtig. Und da haben wir uns gedacht, weil ja auch Ostern ist, gehen wir heute mal auf die Suche nach was ganz Besonderem. Und zwar gehen wir in die örtlichen Wälder und suchen ein Tier, was es vor nicht allzu langer Zeit aus Polen zu uns geschafft hat und sich jetzt hier in den heimischen Wäldern niedergelassen hat. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. War nicht unbedingt auf den großen Titelseiten. Also man hat es ein bisschen verschwiegen. Ja, es ist auch kein so großes Tier, aber es soll gefährlich sein. Und ja, wir gucken mal, ob wir das finden können. Für euch, mit euch. Ein Jagdmesser haben wir ja dabei. Genau, also für den Fall, dass es gefährlich wird, sind wir für alles ausgestattet. Und ja, wir sind jetzt eben auf dem Weg in den Wald und ich würde sagen, von dort aus melden wir uns wieder, wenn wir auf der richtigen Suche sind, die Suche losgelegt haben. Und ja, bis dahin, bleibt gespannt. Ist hier in der Nähe, oder? Naja. Da hinten ist es, glaube ich. So, wir sind jetzt hier im Wald angekommen und sind natürlich dabei, irgendwelche Spuren zu finden. Aber zuerst brauchen wir erstmal einen kleinen Unterschlupf. Irgendwas, wo wir dann festmachen können, wo wir uns wieder treffen, falls wir getrennt werden. Genau. Und wir haben hier was Kleines gefunden, haben ein bisschen was aufgebaut. Warte, ich zeig's euch mal. Ja, ihr seht's, wir haben uns gemütlich eingerichtet, häuslich, fast schon wohnlich. Und ja, von hier aus werden wir unsere Suche gleich beginnen. Wir haben gehört, gerade hier in der Region soll es wimmeln. Sicher, wir wissen ja nicht. Gehört, das ist relativ gefährlich, ja. Achtet auf jeden Fall auf jegliche Spuren. Genau. Wir dürfen uns nicht selbst verraten. Es könnte halt auch scheu sein und wegrennen, wenn es uns hört. Also, man hört auch gar keine anderen Tiere mehr. Nee. Das ist so, als wenn wir im Territorium. Was, hast du es gesehen? Die 5 Euro, wenn du reinfasst. Ohne Scheiß, die Spuren stehen gut. Ich glaube, Ameisen sind eins der Hauptnahrungsmittel von unserem gesuchten Tier. Wenn es hier so viele davon gibt, sind wir, glaube ich, wirklich nah dran. Seid leid. Schrei nicht so. Okay, Entschuldigung. Und wir brauchen irgendein Codewort. Wir brauchen ein Codewort, ja. Ich würde sagen, ich und mein Holz. Wenn jemand von uns sagt, ich und mein Holz, dann wissen wir, dass es gefunden hat. Okay. Gut. Gut, wenn wir in einer Stunde noch nichts gefunden haben, treffen wir uns beim Unterschlupf, okay? Definitiv. Alles klar. Okay. Na dann. Viel Erfolg. Auf geht's. Oh, ich fühle mich nicht ganz wohl, hier alleine lang zu laufen, aber Ich glaube, das kriege ich hin. Scheiße, habt ihr das gehört? Oh. Scheiße. Was war das? Ich glaube, ich bin ganz in der Nähe.
Max, das war Adi. Hast du es gehört? Ja. Woher kam das? Es war die Richtung, oder? Richtung. Oh, Scheiße, lass schnell hin, los. Ja, Mann, auf geht's. Beeil dich. Du weißt nicht, was es mit dir macht. Adi! Halt durch! Oh Gott, seine Cam liegt hier. Was ist passiert? Scheiße, sie läuft noch. Ja, sie läuft. Sieht aber unversehrt aus. Scheiße, ey. Adi! Ach du Kacke! Adi! Lass es mich losmachen! Los, hilf ihm! Ich hab das Messer! Ja! Alles gut? Was ist passiert? Scheiße! Adi! Atme durch! Ich weiß nicht, was passiert ist. Ist ey, ich hab's gehört. Ich glaube, ich hab sie gehört. Oh Gott. Ach du Scheiße. Guck's dir an, ey. Okay, Schlangenähnliche. Oh Gott. Ist hier irgendwo in der Nähe. Auf geht's, jetzt ist Rache angesagt. So. Siehst du da vorne am Unterschlupf? Guckt sie vor. Dieses miese Biest. Scheiße. Warte, ich zeig's euch, Leute. Siehst du ihren Stehen am Kopf? Ja. Übel. Holzgleichen Körper. Dieses Hartholz und der Edelstahlteller, ist gefährlich. Ja. Damit kann sie brutal zuschlagen. Der hätte mich fast erwischt. Scheiße. Wie gehen wir vor? Ich weiß es nicht. Sie ist hier in diesen Wäldern heimisch. Sie hat einen Heimvorteil. Ja. Sie besitzt auch eine glasklare Bowl. Da spiegelt sich das Sonnenlicht wie in einem Diamanten. Sie könnte uns blenden. Wisst ihr was? Adi, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss radikal vorgehen. Du willst dich rächen? Ich will mich rächen. Ich werde auf sie zurennen. Oh Gott. Pass auf. Ich werde sie eiskalt erstechen. Meine Tentakel hat sie schon verloren. Das ist nicht mehr ganz so gefährlich, aber... Ich setze sie außer Gefecht. Sie hat mich überrascht von hinten. Dieses miese Stück. Sei vorsichtig. Wir sind direkt hinter dir. Jo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, unser kleiner Einspieler hat euch sehr gefallen und damit natürlich auch frohe Ostern und April. Wir waren natürlich nicht auf Monsterjagd, sondern haben die VUCA gesucht und natürlich auch gefunden. Mhm. Zum Glück, ja, unter Todeseinsatz. Genau, es hat tatsächlich noch geklappt. Und jetzt wollen wir euch halt eine kleine Shisha-Vorstellung machen. Denn das ist wirklich ein einzigartiges Prachtstück. Ja? Also die steht ja schon ein Weilchen bei uns im Regal. Vielleicht habt ihr sie gesehen in einigen Videos. Da stand sie schon mal so ein bisschen im Hintergrund durchblitzend. Ich glaube, da können wir auch gleich nochmal den Hinweis geben. Vielleicht habt ihr in diesem Video ein paar Unstimmigkeiten gesehen. Achtet doch mal auf den Hintergrund. Wie oft ihr denn da vielleicht irgendwas seht, was da gar nicht hingehört? Genau. Findet's mal raus, schreibt's mal in die Kommentare. Was gibt's groß zu sagen? Die VUCA! Ja! Ist ein Brett! Jeder kennt sie. Jeder liebt sie. Jeder hat sie irgendwo schon mal gesehen. Alle großen YouTuber haben eine VUCA. Und alle feiern die VUCA, genauso wie wir. Also, es gibt eigentlich erstmal nichts anderes zu sagen. Dieses Ding ist wirklich der Hammer. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz auf die großen Besonderheiten ein, die diese Pfeife zu bieten hat. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Ja, also wir haben jetzt hier die komplett VUCA im Prinzip für euch zu stehen. Ja, die VUCA selbst, wie ihr sie so oder in anderen Formen auch zu kaufen kriegt. Mhm. Ja, einfach schon mal, allein wenn man sich die Bulma anguckt, ja, die ist so wahnsinnig hochwertig verarbeitet. Ja, allein wenn man hier so, weiß ich nicht, mal fühlt, es fühlt sich einfach schon tausendmal hochwertiger an als jeder andere Bowl, die wir bisher irgendwo hatten. Ja. Da sieht man auch, wie krass die hier verarbeitet ist mit den ganzen, ich weiß nicht, wie man es im Fachjargon nennt, mit diesen ganzen Einkerbungen und Riffeln und keine Ahnung, Blubbeln. Das Ganze geht dann über vom Glas in so ein schönes Edelstahlstück, wo auch nochmal VUCA draufsteht. Auch allein das sieht schon wieder super hochwertig aus, schmiegt sich wirklich schön an ans Glas.
Ja, und dann kommen wir natürlich zu der Besonderheit an sich. Die Rauchsäule aus feinstem Holz. Genau. Echtholz. Ja, ja, das ist wichtig. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten, die natürlich dann am Ende auch den Preis bestimmen. Das hängt dann von der Bowl-Art ab, also von den Farben in der Bowl, von dem Muster da drauf und von der Holzart eben. Trotzdem bei allen mega gut verarbeitet. Und egal was ihr da kauft, ihr kauft eine VUCA und ihr kauft Qualität, auch wenn es ein bisschen seinen Preis hat. Die Qualität zieht sich in einer Linie durch. Zieht sich in einer Linie durch? Das ist ein gutes Stichwort. Wie zieht sie sich denn? Ja, durch den, das sage ich noch kurz. Durch diesen wunderbaren VUCA-Lederschlauch auch. Den muss man leider extra dazu kaufen. Der ist auch nicht ganz günstig. Also es spiegelt sich halt irgendwie wieder, das Komplettpaket. Da müsst ihr schon ein bisschen was auf den Tisch legen. Aber es lohnt sich, ne? Weil auch wenn man sich den mal anguckt, der ist auch so ja, hochwertig vernäht. Auch hier habt ihr nochmal das VUCA-Emblem eingestickt oder eingenäht. Ihr habt ja auch am Ende so ein Holzmundstück. Es ist nicht komplett aus Holz, es hat innen noch ein Edelstahlrohr, damit es halt nicht allzu versifft, wenn ihr hier dran rumsaugt. Übrigens, bei der Rauchsäule geht der gleiche Fall. Auch da ist ein Edelstahlrohr drin, sodass ihr keine Angst haben müsst, dass euch da irgendwas verrottet oder so. Ganz genau. Also ihr merkt, wir sind von der Verarbeitung einfach komplett überzeugt und begeistert. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich so viel Geld wirklich allein für die Verarbeitung auszugeben oder merkt man tatsächlich auch was beim Rauchen? Man merkt tatsächlich einen Unterschied. Also es ist wirklich nicht nur, dass sie optisch super geil aussieht, sondern ihr habt auch einen übertrieben geilen Durchzug. Also es zieht sich super leicht und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe das Gefühl, jeden Tabak, den ich hier auf der VUCA rauche, schmeckt tausendmal geiler. Ich weiß nicht, ob es ein Placebo-Effekt ist, aber die VUCA, die kriegt das einfach hin. Also mir fehlen die Worte. Es ist halt wirklich, wirklich geil. Und jeder von euch, der sich auch eine VUCA gekauft hat, kann das vielleicht mitfühlen. Mhm. Es ist ein ganz anderes Rauchempfinden, es ist super geil, lässt sich extrem entspannt rauchen. Einfach toll. Ja, keine ist vergleichbar, auch wenn die anderen ja auch hochwertige Pfeifen für sich sind. Mhm. Ja, also gerade Adi hat viele Edelstahlpfeifen mit dabei, wir haben noch eine Glasshisha, aber nichts lässt sich mit diesem Rauchverhalten irgendwie wirklich vergleichen. Das ist ganz besonders und ja, probiert es einfach mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Zum Beispiel auch auf der Shisha-Messe in Frankfurt. Ja, nochmal ein kleiner Anteaser dafür. Wir sind natürlich wieder am Start. Am 21. und 22. April werden wir so gut wie den ganzen Tag da sein, von 10 bis 18 Uhr. Wenn ihr uns findet, sprecht uns gerne an. Wir quatschen gerne mit euch mal, wie eure Erfahrungen sind, generell, wenn es um Shisha geht. Und natürlich auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, raucht die VUCA einfach mal auf der Messe. Irgendein Stand hat definitiv eine VUCA aufgebaut, wo ihr mal probieren könnt, wie sich das Teil zieht. Es ist der Hammer. Ein kleiner Kritikpunkt oder ein Verbesserungsvorschlag vielleicht an die Leute von VUCA. Ich würde mir einfach wünschen, dass die ganzen Schlauch- und Ausblasventilstopfen vielleicht mit Schliffen versehen werden. Genau. Weil, ja, ich weiß nicht, ich finde einen Schliff einfach nochmal einen Ticken besser. Du brauchst keine Dichtung, die vielleicht irgendwo verloren gehen kann. Oder wie auch immer, dann könnt ihr den Schlauch einfach reinstecken, das Ganze ist dicht. Das würde ich mir noch wünschen, vielleicht für die VUCA 2.0, 3.0, 4.0. Für die nächste VUCA, die rauskommt. Ich würde sie auf jeden Fall jederzeit wieder kaufen, falls sie, warum auch immer, abhanden kommen sollte oder ja, was auch immer passieren kann mit einer VUCA. So Leute, das war's dann auch wieder mit unserem kleinen Video. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch sehr gefallen, mal was anderes hier zu sehen bei uns. Schreibt gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, vergesst nicht, in die Kommentare auch reinzuschreiben, wie oft ihr den versteckten Hinweis entdeckt habt. Nicht zu viel verraten. Ihr werdet es schon sehen. Achtet einfach drauf. Guckt euch das Video halt einfach 10-mal an, 20-mal, bis ihr halt alles findet. Und ja, bis dahin würde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos missen wollt. Genau. Checkt auch gerne mal unsere Instagram-Seite aus, unsere Facebook-Seite. Und ja, für alles Weitere, alles noch Setup ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Noch? Na klar. Nice. Oh, das kribbelt. Ah! Oh.